Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Wir testen heute für euch, oder ich teste heute für euch, das Maniacs oder Pyromaniacs B von Weco. Ist so ein kleines, süßes Komplettpaket für 30 Euro. Ob sie 30 Euro wert sind, das werden wir rausfinden. Ansonsten hole ich euch gleich mal ein bisschen näher ran zum Vorstellen, was hier alles drin ist. Also sehen wir uns gleich in der Aufnahme. So Freunde, jetzt sind wir ein bisschen näher dran. Das ist alles, was in dem Set drin war. Wir haben drei Raketen. Es sind übrigens 13 Gramm Raketen. Zwei Fontänen rechts und links, die haben jeweils eine NEM von 25 Gramm. Die große Fontäne hier, oder das ist ein Fontänenverbund, hat 150 Gramm. Dann haben wir noch zwei 8-Schuss-Batterien und eine 9-Schuss-Batterien. Haben alle den gleichen Namen, man kann es nur hier unten an der Nummer erkennen. Das ist hier zum Beispiel die 03, die 02 und die 01. Genauso wie hier 09 und ähnliches. Die Fontäne wäre dann 05 zum Beispiel. Wir werden das halt einfach so durchtesten. Preislich haben wir schon gesagt und dann sehen wir uns gleich draußen zur Zündung. So Freunde, wir starten mit dem Pyromaniacs B von GBV Weco. Wir fangen mal an mit den kleinen Fontänen, die im Set drin sind. Das sind zwei Stück. Zünden wir einfach mal drauf los. Pyrodil. So, dann machen wir noch die größte von denen in dem Set. Jetzt hast du Licht, jetzt kannst du einen Brenner suchen. Hä? Jetzt hast du Licht, jetzt kannst du einen Brenner suchen. Hab schon. Achso. Sind Plop-Raketen. So, immer noch Pyromaniacs. Wir starten mit einer kleinen 8-Schuss. Grün im Wechsel. Machen wir mal die nächste kleine. Ist auch wieder eine 8-Schuss, glaube ich. Ja. Wo ist die Zündschnur? Da ist die Zündschnur. Oh, rot-grüne Leuchtkugel. Dann machen wir halt weiter mit der letzten davon. Das ist die größte. So. Und die letzte aus dem Set.
Das Set war jetzt absolut nicht mein Favorit. Da war das Show of 20, falls ihr das schon gesehen habt, viel besser für weniger Geld. Also Freunde, macht's gut, bis zum nächsten Video.